Mahlzeit. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein langweiliges Autoradio. Und zwar ist das das Autoradio aus meinem Auto. Das ist ein Navigationsradio. Hersteller Renault. Auf den ersten Blick so, wenn man guckt. Hier haben wir schon mal die Teilnummer. LAN 5200 WR1. Das ist schon mal so ein grober Anhaltspunkt. Gucken wir ein bisschen weiter. Ah, LG. Also wird wohl der Hersteller von dem Ding hier LG sein. Wenn wir doch ein bisschen weiter gucken, sehen wir hier schon mal Windows CE. Aha, 6.0. Richtig interessant. Jetzt erst, wenn wir da reingucken. Gucken wir uns das Board mal hier so ein bisschen an. Hier ist schon mal so ein Prozessor. Das erkennen wir daran, weil hier RAM neben angeordnet ist. Hier ist ein Flash-Speicher. Da ist ein ganzer Computer drin. Irgendwas wird man damit machen können. Mehr als ein normales Autoradio. Gucken wir mal, wie man da anfängt. Nachdem wir uns das Board mal so ein bisschen genauer angeguckt haben, haben wir uns mal hier die Chips angeguckt und den Prozessor. Da sehen wir hier, da ist ja ganz viele Anschlüsse und der hier, dieser kleine krumme USB-Anschluss, seht ihr den? Den habe ich selber angelötet. Da waren solche Lötpads und da habe ich einfach so einen Micro-USB-Anschluss. Aber da kommen wir später zu. Ja, dann gucken wir mal weiter. Hier können wir die Eingänge verfolgen. Hier sind Antenneneingänge. Die gehen hier in die Schaltung rein. Hier auf diesen IC. Die verteilen sich dann weiter nach hier. Dann wird hier irgendwo, der blaue ist für die Navigationsantenne. Dann wird hier irgendwo der Navigationsrechner sitzen. Oder hier. Ja, gucken wir mal, sehen wir hier die blaue Leitung. Die Leitung von dem blauen Anschluss geht hier rüber. Dann wird das hier wahrscheinlich die Navigation sein. Hier, der große gekühlte, wird der Verstärker sein. Dann wird das hier wohl der Soundprozessor sein. Ja, nach so einer groben Inspektion können wir erstmal anfangen, nach den ganzen Teilenummern zu googeln. Oder mal nach der Teilenummer von dem ganzen Gerät. Dann könnten wir eventuell glücklich sein und ein Datenblatt finden. In diesem Datenblatt, da sehen wir unheimlich viel über die ganzen internen Abläufe von dem Gerät und wie es aufgebaut ist. Und das hilft uns schon mal, eine grobe Übersicht darüber zu bekommen, was wir hier überhaupt vor uns haben, bevor wir es überhaupt erstmal angeschlossen haben. Da wissen wir schon mal, wie und wo wir angreifen können eventuell. Auch noch interessant sind die Originalwege, wie man da Sachen ändern kann an dem Gerät. Der Hersteller muss sich eine Möglichkeit vorbehalten, da Änderungen dran vorzunehmen. Und zwar macht man das über ganz normale USB-Sticks. Da kommen Upgrade-Dateien, sogenannte LGU-Dateien, kommen da drauf. Steckt man in das Gerät und dann wird es ein Upgrade fahren. Und das ist schon mal ein erster Weg, wie wir was in das Gerät reinkriegen könnten. Ich habe mir ein bisschen getüftelt, um das Ganze hier in Betrieb zu nehmen. Braucht man eigentlich nur Plus und Minus. Die beiden gehen hier rein in den Stecker hier. Das können wir wunderbar anhand der Belegung im Auto oder von dem Datenblatt können wir das rausfinden. Das ist noch nicht so schwer. Hier habe ich eine GPS-Antenne einfach angeschlossen, damit er ein paar Satelliten findet. Hier ist der Stromeingang und hier drüben sind ein paar Signale, die ich da noch eingeführt habe. Ich habe mir diese kleine Control-Box hier gebaut. Das ist ein altes externes Festplattengehäuse. Das ist nichts Wildes. Da ist echt nichts Großartiges drin. Da geht einfach nur, hier gehen da 12 Volt rein an der einen Seite. Und diese LED leuchtet immer, sobald hier 12 Volt anliegen. Ja, kleine Kontrolle. Dann kann ich über diesen ersten Schalter hier mit der super hellen roten LED kann ich generell Batteriespannung an das Gerät anlegen. Das einfach, als ob die Batterie angeklemmt ist. Mit dem zweiten Schalter kann ich die Zündung einschalten. Oh, ich mache das mal aus hier, es blendet. Mit dem zweiten Schalter kann ich die Zündung einschalten oder simulieren, dass die Zündung an ist. Mit dem dritten kann ich das Licht im Auto einschalten und mit dem vierten kann ich den Rückwärtsgang einlegen. Und das sind einfach nur ganz normale 12 Volt Signale. Und die habe ich über diese kleine Box, hier habe ich die einkommenden 12 Volt einfach nur über diese Schalter verteilt an diese Eingänge von diesem Gerät. Hier sehen wir noch zwei Käbelchen. Da habe ich ein bisschen mehr gebastelt. Und zwar sehen wir hier, das ist ein OBD-Anschluss fürs Auto, da kann man ein Diagnosegerät dran stecken. Und das geht einfach nur mit zwei Käbelchen an das Radio. Da habe ich einfach so einen Adapter gebaut hier. Das ist ein altes Schraubenkästchen. Da habe ich einfach intern den OBD-Anschluss auf diese Pinne verteilt hier. Und
Der Diagnosetester braucht auch noch 12 Volt. Die kommen auch von dem Stromeingang hier. Kannst du einfach ein 12 Volt Netzteil dran stecken. Dann kriegt der Diagnosetester 12 Volt. Und hier auf der anderen Seite hast du noch einen Ausgang. Da kannst du dann zack das Ding noch mit dran stöpseln. So eine kleine Schleife ist das hier. Das ist ein in sich geschlossener Kreis. Geht einfach nur, der Strom geht hier in das Kästchen rein und geht dann einfach hier weiter in das Kästchen. Fand ich einfach schick. Wollte ich schon immer mal haben, so eine Art Testlabor für Geräte. Auf jeden Fall geht dann hier der OBD-Stecker an diesen DB9-Anschluss. Dann kannst du den da dran stecken, dann kommen dann einfach Kabelchen raus, die habe ich dann hinten reingesteckt. Also quasi Kabelchen, OBD-Anschluss. Fertig. Auch nichts Wildes bis jetzt. Den habe ich vom Shortplatz für 3 Euro oder so. Nichts Tolles. So. Wenn wir das dann angeschlossen haben hier, können wir dann auch rein theoretisch mal die Batterie anmachen hier. Und gucken wir mal, was das Gerät so macht. Jetzt ist einfach nur Batteriespannung an, sieht man hier. Und jetzt schalte ich mal die Zündung ein. Jetzt kommt das Blutbild, als ob man jetzt die Zündung eingeschaltet hätte. Jetzt fährt das Gerät ganz normal hoch. Dauert ein bisschen. Die werden großenteils in allen neuen Dacias werden die Radios verbaut und in einigen Renault-Modellen. Im Clio 4, im Captur und in noch ein paar anderen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Jetzt ist hier die Codeeingabe. Tippen wir mal den Code ein. Zack, dann sind wir im Radiomenü. Jetzt können wir ganz normal, stellt man sich vor, an der Mittelkonsole halt, und jetzt können wir ganz normal durch die Menüs gehen. Radio und Echolog-Modus und so weiter, Navigationssystem. Hier sieht man schon einige Änderungen, die ich vorgenommen habe. Das ist im Original ist das nicht so. Also man kann schon mal ein bisschen was ändern. Das ist schon mal klargestellt. Sehr gut. Gucken wir, was es so im Original kann. Man kann in einen Testmodus. Dazu muss man das Radio ausschalten, dass die Uhrzeit angezeigt wird. Dann drückt man einfach Plus, Minus. Dann steckt irgendein USB-Gerät da rein. Und dann startet das Gerät hier in so einem VCOM-Testmanager. Ich hoffe mal, man erkennt das ganz gut. Auf jeden Fall sind wir jetzt in diesem Testmenü. Und hier haben wir verschiedene Testoptionen. Die sind alle sehr interessant und großenteils noch nicht erforscht. Zum Beispiel, wenn wir hier in den Radiotest gehen, könnten wir hier einige Funktionen vom Radio testen. Wir könnten hier das Band umschalten, FM, AM. Auf jeden Fall sehen wir hier meine gespeicherten Sender, die da drin sind. Wenn wir wieder aus dem Menü raus wollen, einfach kurz auf die Ausschalten-Taste drücken. Können wir noch ein bisschen weiter gucken. Gucken wir mal im Audio-Test. Hier können wir die verschiedenen Audioquellen durchschalten. Auch auf Digital Audio Broadcasting, was das Gerät gar nicht hat. Das hat aber im Internen hat es bereits vorgerüstet. Da müsste man eigentlich nur ein DAB-Modul einrüsten. Und die Software sollte das eigentlich auch schon können. Aber da kommen wir später noch drauf. Ja, dann können wir hier noch ein paar Sound-Settings einstellen, aber das sind im Großen und Ganzen, diese Einstellungen hier sind im Großen und Ganzen das, was man auch aus den Einstellungen von dem Originalmenü erreicht. Außer diese Load-AOL-File-Taste, die ich jetzt nicht klicken werde, die ist eigentlich dazu gedacht, dass der Soundprozessor kalibriert werden kann, sagen wir es mal so. Da müsste auf dem USB-Stick müsste eine spezielle Datei liegen. Dann klickt man diesen Button und dann wird diese Datei in das Radio eingespielt und dann klingt das anders. Weil man kann diese internen Parameter von dem Soundprozessor verändern. Aber das ist leider auch noch nahezu unerforscht. Wenn wir ein bisschen weiter gucken, hier MiCom-Test. Hier können wir verschiedene Sachen einschalten. Hier können wir die Antenne von aktiv auf passiv schalten, wenn wir da drauf klicken. Das bedeutet, dass eine Spannung eingespeist wird, wenn sie aktiv ist. Dass ein integrierter Verstärker mit angesprochen wird, was nicht eingeschaltet war vom Werk aus, weil mein Auto das gar nicht hat. Hier können wir noch verschiedene Sachen zurücksetzen. Hier können wir internen Speicher vom Gerät zurücksetzen, wo Parameter eingespeichert sind, wo man auch so nicht rankommt. Das werde ich aber auch nicht machen, weil dann ist es kaputt. Und da kommt selbst Renault nicht ran. Noch nicht. Na, das ist auch noch sehr unerforscht. Hier unten können wir RVC SWRC Nummer 22A. Wenn wir das anklicken, dann könnten wir eine Rückfahrkamera freischalten, die das Gerät auch unterstützen würde. Aber es werden auch noch andere Parameter geändert. Ich vermute, auch noch nicht ganz erforscht, dass Kartenlizenzen vom Navigationssystem gelöscht oder zurückgesetzt werden oder die Gerätekennung wird geändert, sodass diese Lizenzen nicht mehr passen. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall funktioniert das Navi nachher nicht mehr, wenn wir da drauf geklickt haben. Wenn wir diese
Rückfahrkamera aktiviert hätten, könnten wir unten auch noch Guidance Lines, sich bewegende Linien einblenden, die sich mit der Lenkraddrehung dann halt bewegen. Aber funktioniert auch nicht, weil das über CAN-Bus laufen würde. Und das Radio hängt nicht am CAN-Bus in meinem Auto. Aber in anderen Modellvarianten, bei Renault hängt das im CAN-Bus. Und das will ich auch noch ans Laufen kriegen. Mal gucken, wie das geht. Hier könnten wir die Lenkungsseite einstellen und hier unten können wir noch so Eco-Modus bezogene Sachen einstellen. Da können wir, zeige ich euch gleich. Hier können wir für den Bordcomputer Berechnungsdaten eingeben. Hier können wir eine Außentemperaturanzeige, funktioniert auch über CAN-Bus, weiß ich auch noch nicht genau wie. Können wir eine Außentemperaturanzeige aktivieren und noch ganz viele andere Parameter. Hier können wir das Getriebe von manuell auf automatisch, manuell, automatisches Getriebe. Ja. Da kann man ganz viele interne Sachen kann man hier ändern. Wenn ich jetzt auf DSI Config klicken würde, wird das Gerät einmal neu starten. Das ist quasi wie so ein Neustart. Es gibt aber ja noch andere Sachen, zum Beispiel, oh, das war das Falsche. Ich meinte Weather AF Test. Das ist ein richtig schöner Radiotest. Da kann man auch sehen, wie er die Sender anpeilt und sowas. Und da kann man auch Feintunings irgendwie drin vornehmen. Aber da bin ich auch noch nicht so ganz sicher, wie das funktioniert und ob er das überhaupt speichert und ob das ein negativ oder positiv ist, was ich da mache. Naja gut, dafür teste ich das ja alles. Das ist ja gerade die Herausforderung daran, ne? So, jetzt könnten wir unten noch das interne Bluetooth-Modul in Testmodi versetzen und Firmware-Updates fahren und ohne, naja, egal. Auf jeden Fall ganz viel Kram ist da schon möglich an sich, aber nichts Wildes, wo man jetzt irgendwie das Gerät wird ja auch in Renaults verbaut, meins ist aus dem Dacia. Man könnte jetzt auch irgendwo, kann man umschalten, ob das jetzt ein Renault-Gerät ist oder ein Dacia-Gerät ist. Das ist mir auch noch nicht untergekommen bis jetzt, wo es ist. Naja gut, werden wir auch nochmal nachgucken. Ja, das war, gehen wir nochmal raus. In das normale Radio und so weiter. Hier hätten wir noch das Setup, wenn ich hier nochmal auf Audio gehe. Das sind hier diese Einstellungen, die wir vorhin in diesem Mikro-Manager gesehen haben. Einfach grafisch schöner aufbereitet. Hier haben wir geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung. Ist halt so ein Standard-Radio. Einfach alles Standard. Funktioniert ganz, ganz gut. Ist ein bisschen lahmarschig, das Ding, mit 667 MHz und 512 MB RAM. Aber an sich so funktioniert es gut. Wenn man jetzt nicht navigieren und Bluetooth-Musik streamen gleichzeitig möchte, dann ist es ein bisschen überfordert mit dem Bluetooth-Stream, dann hackt das so ein bisschen. Aber ansonsten ist das eigentlich ganz passabel, das Gerät. Interessant wird es erst, wenn man jetzt in das Gerät rein möchte. Das ist ja nur quasi, was wir hier sehen, ist nur aufgelegt. Das ist ja irgendein Programm, was läuft auf diesem Windows CE, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Und es muss ja irgendwie möglich sein, so Grafiken auszutauschen und sowas, wie ich das jetzt hier schon gemacht habe. Das ist ja alles im Original nicht so. Auch beim Navigationssystem. Das sieht im Original sieht das komplett anders aus. Ich habe das komplett freigestaltet. Und es muss ja irgendwie möglich sein, für mich als findiger Nutzer, nenne ich mich mal, mir da Zugriff zu verschaffen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Als Anhaltspunkt nehme ich halt diese Upgrade-Dateien, die man hier auf dieses Stick drauf machen kann. Und die habe ich dann mal ein bisschen untersucht und dann ist mir aufgefallen, da gibt es ein Programm, was die entpackt. Und mit der Hilfe von diesen Upgrades, ich habe das dann entpackt auf einen Ordner, ganz normal, kann man das dann bearbeiten. Und dann habe ich versucht, das Radio irgendwas machen zu lassen, irgendwas anderes. Und eine relativ schöne Möglichkeit ist, statt dieser Renault-Oberfläche was anderes laden zu lassen oder versuchen. Wir haben ja vollen Zugriff auf dieses Upgrade und damit könnten wir eigentlich die geladenen Programme ändern und das habe ich gemacht, auch im Hintergrund. Hier läuft, auf dem Radio läuft im Hintergrund, läuft schon Mordscript. Das ist so ein kleines Programm, das funktioniert auch mit dem Windows CE und dem MIPS-basierten Prozessor, der hier drin ist. Normal alles Moderne funktioniert mit ARM-Prozessoren, aber die hier haben einen super tollen MIPS-Prozessor verwendet, warum auch immer. Im Filesystem, also im Dateisystem, habe ich jetzt die Renault-Datei von dem Menü habe ich jetzt ausgetauscht gegen Mordscript. Dann lädt das Radio jetzt halt als erstes Mordscript und dann habe ich jetzt ein kleines Skript geschrieben, was dem Radio sagt, wenn kein USB-Stick drin steckt, lädt ganz normales Renault-Menü. Also ist alles ganz normal, wenn man, wie wir gerade gesehen haben, ist es hochgefahren, ganz normal, ohne alles.
Und wenn wir jetzt diesen USB-Stick hier reinstecken, da liegt eine spezielle Datei drauf, eine Skriptdatei auch für Mordscript, die dem sagt, ey, wenn du jetzt hochfährst, dann lass erst das Renault-Menü laden, dann warte ein bisschen, dann beende das Renault-Menü und öffne den Windows Explorer. Ja, das ist eigentlich alles, was es macht. Jetzt hat es einmal hier drauf zugegriffen noch ein bisschen. Jetzt wird mein Skript gerade ausgeführt. Das dauert immer ein bisschen. Man muss dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Es ist sehr langsam, das Radio. 667 MHz. Auf jeden Fall ist jetzt gerade schon hier schön die Startleiste aufgepoppt. Jetzt sehen wir auch schon den Windows CE-Hintergrund, weil ich ihm gesagt habe, beende Renault-Menü. Und jetzt habe ich ihm gesagt, öffne Windows Explorer. Und jetzt haben wir auch vollen Zugriff auf das Dateisystem, ohne Upgrades fahren zu müssen. Jetzt brauche ich noch nicht mal mehr diese Upgrades einspielen und kann einfach direkt Dateien in das Dateisystem reinkopieren. Das ist ziemlich praktisch und ziemlich cool, weil mit diesem Windows CE können wir auch noch viel mehr machen. Hier haben wir noch dieses Control Panel. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, man erkennt das. Aber jeder, der mal Windows XP benutzt, der sollte wissen, wie ein Control Panel aussieht. Ja, das Radio ist jetzt wieder ganz normal hochgefahren, ganz im regulären Radiomenü befinden wir uns jetzt. Wir können auch mal hier ins Hauptmenü gehen. Ich habe jetzt im Hintergrund meinen Laptop hochgefahren. Das hier ist ein ganz normaler Micro-USB-Anschluss. Und ich habe ja das passende Gegenstück in das Radio eingelötet. Und jetzt gucken wir mal einfach, was passiert. Ich stöpsel den jetzt mal innen drin an. Aha, er hat schon was gefunden hier unten. Den hat er natürlich sofort installiert, ohne großes Meckern. Microsoft CE USB Gerät, Microsoft USB Sync. Den hat er gefunden. Egal was ich mache, egal was ich tue, einfach so im Originalzustand der USB-Anschluss eingelötet und eine Verbindung hergestellt zum Computer, kann man überhaupt nichts machen. Es funktioniert gar nichts, keine Software, gar nichts. Normalerweise, guck mal hier, mobiles Gerät, das kommt durch ActiveSync, was ich installiert habe, ist auch leer, nichts, überhaupt nichts zu machen. Jetzt ist ja ein großer Vorteil, dass wir auch Zugriff auf unser Radio haben. Ich habe mir so einen Stylus besorgt hier, damit man besser klicken kann. Gehen wir mal in das Control Panel, gehen auf PC Connection und lassen diese PC Connection zu, ändern die Verbindung, die er braucht, auf Default USB, klicken OK und jetzt gucken wir mal schnell wieder am Windows Laptop. Ziehen wir mal hier das USB-Kabel raus vom Radio und stecken es wieder rein. Gucken wir mal. Oh, es macht schon ein Geräusch hier, mein Windows-Computer hier. Ah, es ist ein grüner Knubbel, das heißt, es ist sehr schön. Verbindung steht. Klicken wir mal auf Durchsuchen. Aha, sehr schön. Jetzt kann ich auch vom Computer aus, hier vom Laptop aus, die Daten vom Radio bearbeiten. Das ist schon gar nicht schlecht. Das ist aber nur ein Teil, was wir bis jetzt geschafft haben. Und zum nächsten schreite ich jetzt mal ganz kurz. Wir sehen hier im Inneren ja noch weitere Anschlüsse, zum Beispiel diesen hier und diesen länglichen da. Und laut Datenblatt ist dieser längliche hier ist ein serielles Dateninterface hier vorne. Und im hinteren Bereich befindet sich ein JTAG-Interface. Und sehr interessant. Also habe ich da mal ein bisschen was gebastelt für diesen Stecker hier. Das war mal irgendwie so ein Funkübertragungssystem für Bild und Ton oder so. Auf jeden Fall habe ich das ausgeschlachtet. Ich habe hier so ein kleines Steckerchen gebaut. Das kann man in dieses Radio jetzt reinstecken. Das habe ich ein bisschen verlängert hier und dann ist es auf so einen Stecker gegangen und dann habe ich das alles. Das ist eigentlich auch wieder ein ganz simples Teil hier. Da gehen einfach die Kabel, kommen von hier, gehen auf diesen Stecker und dann verteilen die sich einfach in diese Kabel und dann kommen die hier raus. Das ist auch wieder ein total simples Ding, aber irgendwie, ich mag das, wenn das irgendwie cool aussieht. Man hätte das auch einfach so offen lassen können oder so. Aber mir gefällt das schon, wenn das irgendwie so aussieht wie so ein halbwegs professionelles Teil. Vorne kann man wieder dieses Ding hier einsetzen. So, schön. Hier unten habe ich noch eine LED integriert, die einfach leuchtet.
weil das Radio sendet 3,3 Volt aus mit einem kleinen Vorwiderstand. Lasse ich die LED dann einfach leuchten. Da kann man nämlich sehen, wenn der Prozessor angelaufen ist, dann leuchtet diese LED. So, jetzt stecken wir das mal hier zusammen. Dann kommt da hier noch dieser Fuß dran. Na, schon sieht das wieder ganz cool aus, ne? Kann dann so stehen. Meine kleine Debug-Station. So, ich erkläre euch mal ganz kurz, was das ist. Hier vorne haben wir das JTAG-Interface. Hier haben wir einmal plus 3 Volt und Ground. Und hier in der Mitte halt die JTAG-Anschlüsse. Und hier hinten haben wir die ganzen seriellen Ausgänge. Und zwar habe ich das so gelöst. Ich habe hier einen kleinen Stecker. Da bin ich mit 3 Kabeln reingegangen. Das ist einmal RX, TX und Ground. Ja, dann kann man auch... braucht man sich nicht großartig merken, wie das ist. Auf jeden Fall habe ich das so belegt, dass hier der äußerste unten Ground ist. Dann kommt RX, TX, Ground, RX, TX, Ground. Das sind 2 verschiedene Debug-Leitungen. Und je nachdem, wie euer Auslesegerät geschaltet ist, kann das sein, dass man RX und TX vertauschen muss. Deswegen kann man das so rum dran stecken. Hat dann Ground, RX und TX. Man kann es aber auch... so anstecken. Dann hat man nur die beiden Datenleitungen gedreht, hat wieder schön gegroundet. Man kann es so anstecken, hat den Bus so rum, man kann es andersrum anstecken. So, hat die beiden Datenleitungen wieder gedreht und hat Ground wieder hier. In der Grundkonfiguration, so wie wir das hier gleich brauchen werden, muss man das so stecken. Ganz unten rein, so standardmäßig. Auf jeden Fall haben wir dann eine serielle Schnittstelle zu unserem Radio. Eigentlich ist das hier total simpel, mein tolles Teil hier. Wir können das einfach mal hier so hinstellen. So. Jetzt nehmen wir das Radio, läuft schon. Das ist also, bis jetzt habe ich da noch keine großartigen Probleme festgestellt, das beim Laufen anzustecken. Man sollte halt nur nicht wackeln im Stecker, dass sich die ganzen Kontakte verbinden. Angesteckt wird das Ganze so. Das passt eigentlich nur in eine Richtung. Man muss es da anschlagen lassen. So. So, ich habe das mal einfach angesteckt hier. Jetzt sehen wir unten ganz schwach. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ja, jetzt leuchtet die gelbe LED da unten drin. Das sieht man jetzt auf dem Video ein bisschen schwach. Jetzt läuft die Debug-Station, läuft hier quasi. Das leitet einfach nur die Pinne nach außen. Jetzt habe ich hier in meinem Computer, habe ich einen USB-Anschluss, einfach so eine serielle Schnittstelle hier gesteckt, weil mein Laptop die nicht mehr hat. Und deswegen musst du da per USB eine dran. Jetzt kann ich hier einfach mein Radio über diesen selbstgebauten Klotz hier mit dem USB-Ding ist jetzt hier mit diesem Anschluss hier verbunden. Ich habe jetzt einfach mal hier Putty geöffnet. Das ist so ein kleines Terminal-Programm. Für den seriellen Anschluss kann man den auch gebrauchen. Ich lade jetzt gerade mal hier die Einstellung, die ich gespeichert habe. Und zwar ist das hier der COM3, meine USB-serielle Schnittstelle. Hier habe ich eingestellt 38.400 Baud. Zum Übertragungsgeschwindigkeit. Das soll so die Standardgeschwindigkeit von Windows CE sein, habe ich rausgefunden. Ich habe es auch mit allen anderen probiert. Ich bin hoch und runter und durch und kreuz und quer und habe alles eingestellt. Alle Stopp-Bits und Start-Bits habe ich durchprobiert. Hier kann man ja einstellen: Daten-Bits 8 und Stopp-Bits 1 und 1,5 und 2 und Parity und Flow-Control und so und Baudraten. Das habe ich alles durchprobiert und ich komme eigentlich immer zu den gleichen Ergebnissen. Ja, hier ist Putty, holen wir das mal hier ins Bild. Ich schalte mal das Radio ein. Und das ist das, was über den seriellen Anschluss kommt. Eine Menge für mich noch unidentifizierbarer Mumpitz. Aber es ist auch... Ich schalte das Radio mal wieder aus. Das fährt jetzt... Fährt jetzt noch weiter hoch und fährt dann wieder runter. Ich habe halt nur die Zündung ausgeschaltet. Auf jeden Fall brauchen wir uns das jetzt hier nicht großartig weiter angucken. Ich möchte das gerne beenden, ja, sehr gerne. Super. Jetzt mache ich das nochmal auf hier, damit wir das sehen, wie das anders aussieht. Test, Load.
stellen wir ihn mal oben um auf 115.200. So, jetzt haben wir hier 115.200. Lassen wir das alles mal so bei 8 Bits und Stop Bits 1 und Parity und Flow Control No und machen den mal Open, den Port, und holen mal Putty wieder ins Bild. Da. Und jetzt schalte ich das Radio mal wieder ein. Also es ist immer noch Kauderwelsch und ich weiß einfach nicht, wie ich das einstelle oder was das ist. Ist das verschlüsselt? Ich weiß es noch nicht. Da bin ich noch nicht wirklich hintergestiegen. Ich weiß auch noch nicht, ob es Debug-Informationen vom Prozessor an sich sind oder ob es ein Output von Windows ist oder ob es irgendein Output von irgendeinem Programm ist, was da im Hintergrund läuft. Ich weiß nur, dass diese Leitung, an dem wir jetzt gerade dran stecken und uns das angucken, die gehen direkt zu dem Hauptprozessor, wo Windows drauf läuft. Auf diesem Prozessor. So, und jetzt ist er im Hauptmenü angekommen. Hier ist er jetzt im Radio. Und wenn ich jetzt die Lautstärken-Taste drücke, sehen wir, dass da immer was erscheint. Also, er macht. Ich halte jetzt mal Lautstärke minus gedrückt. Wir sehen, dass das identisch ist. Ich drücke jetzt mal die Standby-Taste. Jetzt ist er im Standby-Modus und jetzt drücke ich Aufwachen, also wieder auf die Standby-Taste. Jetzt ist er aufgewacht, schlafen, aufwachen, leiser machen. Ich drücke mal, gehe mal hier zurück und drücke mal auf Navi. Und da ist so ein Zustimmen-Knopf. Ich drücke jetzt auf Zustimmen. Und das sind so serielle Informationen, die dann da aus dem Port rauskommen, mit denen ich leider noch nichts anfangen kann. Wenn da jemand Informationen zu hat, was das sein könnte, bitte schreibt es mir. Ich wäre euch sehr verbunden. Das stellt für mich noch eine sehr große Hürde da insgesamt. Ich schalte mal hier das Licht ein. Zack. Jetzt hat er festgestellt, Licht an, Display dim. Jetzt mache ich das Licht wieder aus. Licht aus, Display wieder hoch dimmen. Also man sieht schon, dass da irgendeine Struktur drin steckt, auf jeden Fall. Die sind auch reproduzierbar, die Sachen, wenn ich hier Lautstärke drücke. Ich weiß nur nicht wirklich, wie ich das anzeigen lassen soll, was das denn nun wirklich ist. So ein großes Projekt, so viel Arbeit, dass dieses Navigationsmenü erstellen mit den ganzen Grafik und so weiter, das hat schon Wochen gedauert. Das sind Ewigkeiten. Ich habe alle Menüs, jedes einzelne Untermenü habe ich ja bearbeitet. Ich habe alle Knöpfe bearbeitet. Ich habe alle Menüs bearbeitet. Ich habe jeden einzelnen Knopf verschoben. Ich habe die Sachen neu anzeigen lassen. Ich habe neue Icons erstellt. Ich habe hier jetzt, das gab es vorher nicht, ich habe jetzt hier einen Route-Löschen-Knopf und ich habe neue Fenster. Ach, das ist so viel. Da steckt schon so dermaßen viel Arbeit drin. Das ist schon eigentlich unnormal, aber irgendwie macht das so viel Spaß, dass jeder Tag so lang ist, aber man es gar nicht mitbekommt. Boah, da steckt noch so viel Potenzial drin in dem Ding. Allein der Soundprozessor und DAB und Rückfahrkamera und... Ach, ich glaube, bald gibt es wieder ein Update-Video von dem ganzen Projekt. Das wäre jetzt schon mal relativ viel Input. Haut rein!